3, 2, 1, 0. Hallo ihr Lieben und einen schönen guten Abend hier auf der Hot Online Farm 2021, Folge Nummer 3, Folge Nummer 4 machen wir schon, um Gottes Willen. Ja, ich habe heute Mittag ein bisschen geschraubt, das eine oder andere noch angepasst. Wir können jetzt in unserem Hofladen auch die Äpfel verkaufen, also quasi in dem Hot-Hofladen die Global Company Äpfel verkaufen. Das geht jetzt zwar erstmal nur für die Äpfel, aber mehr haben wir ja auch nicht auf dem Baum. So, heute gibt es ein bisschen Unkrautbearbeitung und zwar auf die mechanische Art und Weise. Und ich habe gesehen, der Turbine und der Reck, die haben schon wieder fleißig Ballenmissionen gefahren. Ich hoffe für die beiden, es waren keine Heuballen, weil Heu dauert jetzt viel Zeit. So, und ich guck mal schnell in den Stream und wen sehe ich denn? Ich sehe den Turbine, den Niklas, Vladimir, die Schlawiner, The Schnicks. Da. Übrigens, The Schnicks, deine gewonnene Kaffeetasse ist auf dem Weg zu Muli Muli. Ne? Und auch Christian, dir einen schönen guten Abend. Grohor, Hallöchen. Vladimir, hi. Und ja, ich glaube, also eigentlich hoffe ich immer, dass ich niemanden vergesse. Ne? Der Reck ist auch da. Hallo, Reck. Und Christian, ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich weiß aber auch nicht, wieso, weshalb und warum. Ist halt passend zum Urlaub, ne, ist man halt mal angeschlagen. Frost Daniel, Hallöchen, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und ansonsten, ja, vielleicht ein bisschen heiser. Thomas Zeltmeier, hi, hallo. Nee, ich habe nicht nackt im Garten den Regentanz aufgeführt. Ich hätte vielleicht nicht bei den abkühlenden Temperaturen nochmal in den Pool springen sollen oder so. Oder mir eine lange Hose anziehen oder überhaupt eine Hose anziehen. Ne? Und alles andere überlasse ich einfach mal eurer Fantasie. Ne? So, ich hüpfe mal flott in den Discord und rufe mal Hallo Turbine. Ja, in der Zeit, wo Turbine den Mikrofon-Anschaltknopf sucht, ne? Ja. Guten Abend. Ach Mann, immer wieder. Ja, ne? Dir fehlt nur noch eine Datei, Christian. Oh Mensch, das ist aber sehr vorteilhaft, ne? Dass dir nur noch eine Datei fehlt, ne? Und diese eine Datei, das ist wahrscheinlich die Map, ne? Die größte Datei. Frost Daniel, ja, wenn du mitspielen möchtest, bitte in den Discord kommen und einfach mal an einen der nicht anwesenden, wo sind die denn heute? An einen der nicht anwesenden Twitch-Moderatoren wenden, ne? Ja, und Christian, irgendwelche Links werden gelöscht, ne? Zack, weg. Links braucht kein Mensch, ne? So. Ich hüpf ins Spiel. Und ja, ihr Lieben, ihr seht, die Apfelkiste ist leer, ne? Die Apfelkiste ist leer. Dafür gibt es hier einen Shop.
den es nicht gibt. Ne? An einen der Twitch-Moderatoren, ne? Zum Beispiel an den Niklas. Jeden Tag Obst. Yes, yes. Mal weniger, mal Muli Muli ist arbeiten, bleibt noch Niklas oder der Reck? Wird es wieder eine Aufgabenliste via Discord geben? Christian, nicht ganz so komfortabel, wie du sie kennst, ne? Weil das macht die Serveroberfläche leider immer noch nicht mit. Ah, Vladimir spielt einen Kaffee. Dankeschön. Ne, aber so eine halb manuelle Aufgabenliste. Ne? Ja, und Christian, du fragst am besten auch. Den Niklas, beziehungsweise, nee, ist ja Quatsch. Ihr Lieben, ihr geht ins Discord und ihr schaut einfach, was erzähl ich euch denn da? Ihr schaut in den Farming Simulator Kanal in der LS Laber Ecke und da steht alles drin im angepinnten Beitrag. Mensch, so kompliziert ist es hier gar nicht. Ich habe das ja gestern dann doch noch anders gemacht, um die Moderatoren da nicht den ganzen Tag zu ärgern. Also in den Discord kommen, euren Begrüßungstext durchlesen, in den Farming Simulator Kanal schauen, da gibt's in der LS Laberecke gibt's Mods etc. pp. Wer einfach nur die Mods möchte, ne? Und nicht ernsthaft mitspielen möchte. Auch die Mods könnt ihr haben, ne? Ausrufezeichen Mods, ihr bekommt eine Modliste, stehen alle Links drin, die ihr zu allen Mods, die wir hier spielen, ne? Insofern könnt ihr auch einfach, also könnt ihr es euch einfach machen und ihr holt einfach die Sachen von da und dann macht ihr da euer Safe Game und dann ist gut. Weil die Sachen, so wie sie hier sind, die funktionieren eigentlich auch nur, wenn ihr sie hier auf dem Server spielt und wenn das Ganze und wenn das Ganze dann halbwegs hier zu dem Savegame passt. Ansonsten sind ja ein Teil der Mods angepasst und jetzt hole ich mir das Auto. Also nicht, dass ihr da verzweifelt und wenn ihr die Mods hier vom Server holt, dann gibt es auch keinen Support mehr vom Modding-Team, weil die sind tatsächlich angepasst auf das Projekt hier. Ne? Da. Aber in der Modliste gibt es Original-Download-Links, die ihr spielen könnt im Savegame mit Support vom Modding-Team etc. pp. Und ja. So. Mai. Jetzt hast du lang gequatscht. Turbine, Reck, wie ist es euch auf der Wiese ergangen? Eule, hallo. Du hast ja Niklas angeschrieben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann der Niklas dir helfen oder der Niklas dir den Link zum LS-Kanal geben. Empfiehlt sich sowieso, hol dir im Discord die passende Berechtigung und dann kannst du dich auch mit uns unterhalten und dann macht das Ganze auch im Multiplayer einfach nochmal einen Ticken mehr Spaß.
Ja, dann sollten ja die Felder haben hier schon schöne Größen. Ah, okay. Turbine ist noch unterwegs. Korrekt, du warst eine Zeit lang online, habe ich heute gesehen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es 2 Stunden waren oder 3 Stunden waren, aber du warst eine Zeit lang fleißig. Muss man 18 sein? Frost Daniel, also ich würde sagen, nee, du musst nicht 18 sein, du solltest aber wissen, wie du Mods in deinen Mod-Ordner bekommst. Du solltest in der Lage sein, dein VCA passend einzustellen. Ja, also so die Basics solltest du drauf haben, Frost Daniel. So, jetzt hier ganz langsam. So. Jonas, Hallöchen. Okay, der Trecker fährt nur 6. Also ich hoffe, er fährt mehr als 6 Meter pro Stunde. Ich denke mal, du meinst km/h pro Stunde. Hoffe ich zumindest. Ja, wir haben hier große Wiesen. Ne? So, und ich muss jetzt hier gerade mal schauen. Dass wir hier ein bisschen Geld in die Kasse bekommen. Das Wochenende war sehr, sehr entspannt. Ja, wir haben ja gestern den Stream gehabt und haben ja auch das Giveaway verlost gestern. Das neue Giveaway startet dann am 1. Oktober. Das müsste der Donnerstag sein. Mr. MK30, hallo. So, ganz langsam, ganz vorsichtig bringen wir die Eier in den Eierautomat. Der MK30, Dankeschön für deinen Host. Nur Hammer Eier im Eierautomat. Schön. Das heißt, da gibt es auch wieder Geld. Ne, und ansonsten verkauft die Dame hier. Die Dame hier verkauft Äpfel. Ne, die verkauft Äpfel. So, jetzt kann ich mein Auto wieder neben hinfahren. Also wir haben hier so ein bisschen Mikromanagement, ne? Also das heißt, wir machen nicht viel, wir machen ein bisschen und die Sachen versuchen wir im Hofladen zu verkaufen. Ja, und dann haben wir auch ein bisschen Rindfleisch, ne? Das können wir da gleich noch verkaufen. Und jetzt machen wir erstmal das, wofür wir da sind und bringen auch eine Palettengabel noch mit. Hey, Lieben, wie war denn euer Tag? Was habt ihr heute denn so Schönes gemacht? Also ich hatte ja Urlaub, ne? Oder ich habe ja die Woche Urlaub, ne? Ich habe, wie gesagt, hier
den Shop umgebaut, noch ein paar Bugfixes gebaut. Ich habe noch ein paar Fehler gefunden. Das heißt, wenn ihr die Mods jetzt runterladet, leid's mit Hut, aber es wird in den nächsten Tagen immer wieder nochmal ein Update geben von einzelnen Sachen, weil mir immer wieder Sachen auffallen, wo ich denke, hey, das passt so noch nicht oder das ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ja, da wird es ein Update geben. Der Niklas hat dir geholfen, das ist gut. Und Eule spielt wieder 15er. Eule, bist du auf einem Nostalgietrip? Neulich hattest du geschrieben, du spielst im 17er und jetzt spielst du wieder 15er. Aber 15er angezockt. Echt? 15er angezockt? Ist doch eher mal wieder gezockt, oder? Welche Version spielen wir? Was sagen wir? Das verstehe ich. Aber wir spielen hier LS19. Also, das steht ja auch im Stream-Titel. Hoffe ich, glaube ich. Ja. Update. Naja, die aktuellste. Es sei denn, es gab heute ein Update. Er meint die Map-Version. Es ist ja eigentlich irrelevant, wenn du die Mods bei uns runterlädst. Dann hast du ja die aktuelle Version. Die Frage ist irgendwie, also so richtig kriege ich es nicht mit. Also wenn du die Mods bei uns runterlädst und auf die Modliste guckst, dann hast du doch alles. Eule findet die schöne Backmap super. Siehst du, die kenne ich gar nicht. Die schöne Backmap. Schöne Backmap. Oh Gott, da wasch mir die Zunge ab. Die kenne ich gar nicht. So, Striegel. So, und dann brauche ich noch eine Palettengabel. So, und dann Turbine, dann habe ich im Zweifelsfall auch rausgefunden, warum die Map oder warum die Traktoren auf der Map so Probleme haben. Weil man Teile des Rea-Mods in die Map integriert hat und dementsprechend wohl jetzt auch der Leistungsbedarf der Fahrzeuge entsprechend anders ist. Ne? Gibt es Videos in YouTube? Oh, Olle, da muss ich echt mal gucken. Aber wenn es die Map im 19er nicht gibt, also map-technisch glaube ich, habe ich jetzt erstmal hier ausgesorgt. Also hier gibt es so viel zu entdecken und so viel zu sehen. Das heißt, die nächsten Stream-Folgen sind wir definitiv hier auf der Map
Und wenn das Elpan-DLC rauskommt, dann muss ich an der Stelle einfach mal schauen, was wir machen. Ob wir sagen, es gibt ein zweites Projekt zu dem Elpan-DLC oder ob man dann tatsächlich auf Elpan umsteigt. Ne? Weil ich sag mal, wenn wir hier ja schon die DLC-Codes verlosen oder verschenken, dann wäre es ja tatsächlich cool, wenn wir die dann auch zusammen spielen könnten. So, ich lasse das mal flott hier stehen und hol mir mal schnell die Apfelkiste. Mal gucken, ob wir schnell noch ein paar Äpfel ernten können, damit der Shop, der Hof nicht leer läuft. Der Shop, der Hofladen, jetzt habe ich es. Also so würde ich auch in der Realität sehr gerne Äpfel ernten. Stell einfach die Kiste drunter und alles fällt in die Kiste. Ja, da kann man einfach mal nachgucken. Also wenn jemand auf den Server kommt, einfach mal gucken, ob der Hofladen noch Äpfel verkauft. Und wenn er keine Äpfel mehr verkauft, einfach kurz ernten. Die Kiste kann man auch per Hand tragen. Der verkauft so die Stunde 80 Äpfel. Also ich meine, das ist eigentlich gut, ne? Wenn er so die Stunde 80 Äpfel verkauft. Frost Daniel, was möchtest du mir damit sagen? Weil ich würde behaupten, die Menge der Mods ist so in der mittleren Kategorie. Ne? Also es ist nicht wenig, aber viel geht auch anders. Oder Turbine? Oh ja. Ja, ne? Viel geht anders. Yes. Das ist jetzt hier, ich würde mal sagen, so ein schönes Mittelmaß, ne? Ja, auf Ossani, wenn dir das zu viel ist, dann ist das ist kein Problem. Du musst dir das nicht runterladen.
Mach das einfach so, wie es für dich passt. Also 70 GB, die sind ja, das ist ja fast nicht mehr spielbar. Ganz ehrlich, Mods mit 70 GB? Da weißt du ja nicht, was du spielen sollst. Nee. Und Mann, du kannst ja nicht mal alle spielen, die Mods wahrscheinlich. Nee. So viel wie das ist. Da wäre mal auch das Risiko viel zu hoch. Also sagen wir mal so, 70 GB an Mods, die sauber gemacht sind, ne? Und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das ist mal eine Hausnummer, ne? Warum gut ab, wenn er eine Tenne gekriegt hat? Glaube ich nicht. Ja, das ist ja das, was ich meine. Gut ab, wenn er eine Tenne gekriegt hat. Kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen. Ja. Ja, genau, so 500 plus Mods, ne? Genau. Nur mit Mods. Ja, das kann man ja. Aber du kannst ja keine 5 Traktoren gleichzeitig fahren. So. Dann haben wir jetzt eine Kuh geschlachtet. Wie viele Kühe haben wir denn? Wir könnten wieder eine zum Schlachter fahren. Das Hundefutter kann man hier im Hofladen verkaufen. Ist ja schon mal gut. Ja. Also da haben wir dann quasi einen Abnehmer. Jo, Niklas, tschüss. Ja, ich hadere noch mit mir. Also das Hochregal, nee, das... ja, irgendwo macht das Sinn, wenn da mal eins wäre, ne? Da wir aber ja momentan nur 3 Anbaugeräte haben, ist das alles, das ist noch überschaubar. Also holen wir mal eine Kuh, ne? Ist ja, jetzt können wir mal, ich habe ein Bild gemacht, aber ich habe noch keine Instagram-Posts daraus gemacht. Halt!
Guck doch mal, wie traurig die guckt. Guck doch mal, wie traurig die Kuh hier guckt. Die weiß, was passiert. Ne? Aber ihr Lieben, auch das gehört dazu. Ne? Wer Fleisch essen will, muss auch eine Kuh schlachten. Die Kuh heißt ja nicht, Jacqueline, ne? Und der Vladimir schickt Herzchen. Dankeschön, Vladi. So, dann haben wir den Metzger auch wieder beschäftigt. Die Frau vom Hofladen haben wir auch beschäftigt. Die kann wieder Äpfel verkaufen. Für was anderes hat sie ja noch nicht. Vladimir, dankeschön für den Kaffee. Sieh schon, man braucht hier gar nicht groß irgendwelche anderen Fabriken in Betrieb zu nehmen. Man hat hier mit dem Hofladen genug zu tun und dem Hofmetzger, ne? Oder? Genau, es ist jetzt eine halbe Stunde rum und deswegen gibt's für euch einmal die Maus, ne? Und Giveaway-Lose gibt es wieder ab dem 1. Oktober. Da starten wir mit dem Oktober-Giveaway. Und apropos Oktober-Giveaway. Wer in der Lage ist, in der LS-Laber-Ecke im Discord zu lesen. Ne? Aber nur wer es schafft, da tatsächlich das zu lesen. Ne? Und die Sachen richtig umzusetzen. Den habe ich da was. Am 1. Oktober. Ja, Christian, lesen. Lesen. Ich weiß. Das Lesen ist das Unwort des Jahres. Habe ich manchmal den Eindruck. Also es sind nicht mehr viele, die noch lesen können. Ne? Und es lässt einfach nach. Ist mein persönlicher Eindruck. Ne? Also das mit dem Lesen, das ist ganz schön schwer. Ich verlange Sachen von dir. Nee, Christian. Nee. So ist das nicht. Also ich verlange nichts. Christian, das kann ich erst nach 22 Uhr beantworten. Around, ground,
Christian, Mr. MK30, Glückwunsch zu den jeweils 125 Farmcoins. Ja, okay. Frost Daniel, da gibt es. Da gibt es Gruppen, die können dir helfen. Also mit dem Lesen lernen, ne? Wo ihr im Discord was lesen sollt. Im LS19-Bereich sollt ihr was lesen. Ne? Und da, wo das mit dem Lesen nicht klappt, ja, gebt mir einfach kurz Bescheid. Also wir finden da eine Lösung, ne? So in Form von einer Volkshochschule oder so. Also wenn ihr da was machen wollt, dann finden wir da bestimmt eine Lösung. Naja, Eule, da gibt's eine Lösung. Da gibt's eine Lösung für das Problem. Da gibt's Leute, die helfen einem mit dem Problem. Ja, mir ist da definitiv bewusst, dass es Leute gibt mit einer Leserechtschreibschwäche. Das heißt, ich meine das durchaus ernst, ne? Und ich versuche das nicht ins Lächerliche zu ziehen. Neo Weiß, Hallöchen. Und wenn man da was tun möchte, dann kann man da definitiv was tun. Hits Jackpot, vielen, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön. So, und jetzt hast du meinen Kollegen kennengelernt. Wer ist denn dein Kollege? Hits Jackpot ist der Kollege von mir. Ah, der quasi im Hintergrund immer mitredet, wo ich denke, du wolltest was von mir. Ja, genau der. Also das ist nicht mein Gedanke oder laut gedacht. Ja Mensch, it's Jackpot. Dann herzlich willkommen hier im Stream. Ne? Und wenn Turbine das nicht anständig macht, dann kann ich dir ja irgendwie in Zukunft so eine Nachricht schreiben und sagen, hier hau dem links und rechts mal alle runter, ne? Das macht er ja auch noch mit dir, ne? Was? Juhu hatte ich geschrieben. Ich hab Juhu geschrieben. Ne, jetzt klappt mich doch mal auf. Juhu? Huhu? Juhu? Ah, ja. Okay, jetzt. Gut, jetzt hast du das verstanden. Es ging um die Kommunikation zwischen The Schnicks und Vladimir, ne?
Ist Jackpot, stell den Strom in der Küche ab. Ja, das habe ich auch noch nicht. Sag mal, ist Jackpot, warum muss eigentlich Turbine in der Küche sitzen? Das ist ja jetzt die spannende Frage, ne? Also Turbine streamt aus der Küche. Weil sonst nirgends Platz wäre. Ja, das ist ein Argument, ne? Das ist ein Argument. Wobei in der Küche zocken hat auch was, ne? Man hat kurze Dienstwege eben. Im Zweifelsfall brauchst du dich nur rumdrehen und du bist am Kühlschrank, ne? Du kannst dir während dem Stream ein Steak in die Pfanne hauen. Suchtfaktor 10 von 10. Ja, genau. So, und Eule hatte da auch was geschrieben. Was hat denn Eule geschrieben? Eule hat... Ich bin auch gefragt, hat nicht irgendjemand was von einem Bildschirm geschrieben? Ach da. Ja, Eule hat wieder Geld zu viel. Ne? Also Eule könnte uns theoretisch alle mit Equipment sponsoren. Eule hat jetzt in einen 32 Zoll Bildschirm investiert. Ja. Das hatte man früher als Fernseher im Wohnzimmer. Ne? Heute... hat man quasi den 150 Zoll Fernseher an der Wand und den 32 Zoll Fernseher am PC. Ne? Und ist Jackpot, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Und Mr. Z, Hallöchen. Ah, der Schnicks hat keinen Fernseher mehr. Ich habe zwei. Einen im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Ach, da ist es nicht. Jetzt synchronisiert der Christian hier wieder mit der Holzleitung die nächste halbe Stunde. Dann ist der Stream vorbei. Christian, du musst mal deine Telefonrechnung bezahlen. Lieben Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was? In der Zeit, wo der Christian da synchronisiert, könnten wir doch mal locker, das haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht, und es ist ja auch heute überhaupt nicht gefährlich, könnten wir ja mal wieder eine Runde Bingo spielen. Ja, das machen wir auch. So. Wir spielen eine Runde Bingo. Und wenn ihr wollt, dass diese komische Musik aufhört, dann solltet ihr schnell das gesuchte Emote finden.
Ja, Frost Daniel ist ein netter Versuch, aber es zählt quasi immer nur das erste Emote, ne? Also auch wenn du eine Nachricht schickst, wo alle Emotes drin sind, nur das erste zählt. Ich muss sagen, wenn das, ihr habt geübt. Ne? Ihr habt geübt. Also ihr legt da gerade ein ganz gutes Tempo vor. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. So, zwei Songs haben wir noch. Zwei Songs haben wir noch, um das passende Emote zu finden. Und es geht um 250 Farmcoins. Ne? Wer kriegt's? Wer findet's? Christian muss ja noch Dingsbums beitreten, wa? Da braucht er ja das Passwort für. Ja, der ist doch im Discord, der kann ja fragen. Hat er ja. Antwortet. Was hat er da gerade? Warte mal, Christian, ich muss schlauder machen. Ey, du bist irgendwie. Du nuschelst so schön heute. So, Christian, komm, sag doch mal was. Einen schönen guten Abend an alle. Ja, einen schönen. Halt irgendwie kacke. Ja, du hast immer Verbindungsprobleme, ne? Aber ja, ich habe dir das Hofpasswort geschickt. So, hat immer noch keiner das Emote gefunden. Pass auf mal her, ist das Bingo wieder kaputt und es läuft gar keins, ne? So, Titel Nummer 3. Den Titel habt ihr noch. Plasma Ghost, Hallöchen. Nicht erschrecken, Plasma Ghost, wir spielen hier für alle die neuen Zuschauer, die hier reingekommen sind. Wir spielen eine Runde Bingo und suchen gerade ein zufällig ausgewähltes Emote aus 209 Twitch-Emotes. Ne? Also falls ihr euch wundert, warum die Leute hier so viele Emotes schreiben. Ja, aber der Bot setzt dem Ganzen gleich ein Ende. Ja, Plasma Ghost. Genau, das ist die richtige Einstellung. Mach einfach mit. Ne? Und es gibt. Flo, kommst du nochmal ein Stück zurückgefahren? Ja. Was macht ihr denn? Putzen. Putzen? Ah, putzen ist gut, ja. Putzen ist immer gut. Aber kannst du dran lassen. Aber wenn jetzt irgendeiner strukturierter durchgegangen ist, also so langsam müsste doch irgendeiner die 200 Emotes mal durchhaben, so von vorne bis hinten. Sag sowieso meinen Mann. So.
Jetzt ist eh vorbei, ne? So, und guckt mal. Ihr könnt aufhören. Stopp. Ja, gesucht wurde dieses komische Grinsegesicht, ne? Aber es hat keiner die Emotes alle durchgehabt, ne? Also das Schmix hatte 129, Vladimir 125, aber es hat keiner das passende Emote gefunden. Mann. Männers, das müssen wir nochmal üben. Ne? Mädels auch, also wenn Mädels im Stream sind, um Gottes Willen. Also Mädels und Männers, das müssen wir nochmal üben. Nochmal. Ernsthaft jetzt, Mr. MK30. Komm, schreibt mir mal eine 1 in den Chat, wenn ihr nochmal wollt. Und wenn ich 5 Einsen sehe, dann machen wir noch 1. Lisa Naumann, schönen guten Abend. So, traut sich jetzt noch einer, die 5. 1 in den Chat zu schreiben? Verdammt. Also doppelte Einsen, das funktioniert nicht, ne? Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Und ja, ich habe ja gesagt, bei 5 Einsen gibt es noch eine Runde. Und komm, ihr Lieben, tobt euch aus. Und Brösterchen, Daniel, Bros. Und Lisa Naumann, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Auch wenn die Verrückten hier jetzt noch eine zweite Runde Bingo spielen, ne? Lisa, also die Musik, das ist nicht die normale Musik, ne? Vielleicht erzähle ich einfach mehr, dann hört man die Musik nicht so, ne? Mike11, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ne, ansonsten macht mit, es gibt 250 Farmcoins zu gewinnen für die oder denjenigen, der oder die das gesuchte Emote findet. Einfach eine Mäusejagd spielen sollen. Noch ein Auftrag. Also Flo, ich mache jetzt hier das Feld noch fertig. Ach so, nee, das war ja, ja. Hier macht euch einig, Christian, Flo, macht euch einig, ob ihr noch einen Auftrag fahrt. Ich bin gerade nach einem gucken. Ich guck gerade ein. Ja, sehr gut. Guck gerade einen raus. Ja, weil da halte ich mich raus. Wenn ihr was habt mit Gerste, ich bräuchte Gerste fürs Kuhfutter. Also wenn's, klar, dann gucke ich nach Gerste. Wenn es irgendwo einen Auftrag mit Gerste gibt, wo wir vielleicht was abstauben können. Reck, Glückwunsch! Glückwunsch! Du hast das gesuchte Herzchen-Emote gefunden und 250 Farmcoins gehören dir, lieber Reck. Hast du was Gerstiges gefunden? Muss du denn? Ja, wenn nicht, dann nicht. Also, ist jetzt kein Muss. Bisschen Kuhfutter ist noch da. Denn ansonsten haben wir hier so ein bisschen die Challenge, kein Mineraldünger, kein Flüssigdünger und kein Pflanzenschutzmittel. Also bei wir machen das. 57 könnte das vielleicht klappen. Was hast du, Feld 16 oder?
157. Mensch, Christian, du musst auch mal wieder die Ohren putzen. Ein bisschen. Ja, aber nimm irgendwas, was auch fahrtechnisch für euch in Ordnung ist, ne? Wobei der Christian will ja LKW fahren, ne? Wow, der Christian will ja LKW fahren, der steht ja da beim Lohnunternehmer. Oder bei der Spedition, ne? Frost-Daniel, lass mich raten, du hast jetzt festgestellt, dass dir DLCs fehlen. Genau, wegen Mods, die was kosten. Genau, wegen den DLCs, ja. Ich werde schon mal zum Feld fahren, ich komme dann mit den LKW nach. Flo, kannst du vor mir fahren und mir mal einen Weg zeigen? Ja, kann ich machen. Weil ich noch nicht weiß, wo ich hier raus muss. Frost Daniel, ne, das ist ja irgendwie... Also wenn du in die Modliste reinschaust, ne, dann stehen die DLCs, die stehen ganz oben. Also interessanterweise, ne? Also, aber das sind viele, sehr, sehr viele, die feststellen, ganz unten. Nein, wenn du in der Modliste reinguckst, da in der Modliste, wenn du Ausrufezeichen Mods schreibst, so, dann gibt es eine Modliste für die Hot Online Farm. So, und wenn du da drauf drückst, ne, alleine um zu gucken, was du brauchst, um hier mitzuspielen, da stehen die DLCs ganz oben. Also vielleicht kommt die Map als erstes und dann die DLCs, aber ja. Stehen trotzdem ganz unten. Jetzt muss ich ja gerade mal selber nachgucken. Nein, sie stehen oben auf Stelle 1, 2 und 3. Da, hier, guck. So, Modliste. Modliste zum Mitspielen. Ne? Ganz oben. Anderson Group Equipment Pack, Class Pack, Querneland und Vicon Equipment Pack. Ganz oben, ganz oben. Wenn du die nicht hast, brauchst du dir die anderen Sachen ja gar nicht runterladen. Egal, genau. Aber Frost Daniel, lang genug zuschauen und deine Farmcoins später gegen DLCs einlösen. Dafür sind sie ja da. Mann, wer muss denn da sein Lenkrad ölen? Christian, bist du das? Ja. Uiuiuiuiuiuiui. So, dann muss ich hier mal ein... Ah, wo ist es? Das hier dann doch mal wieder einen Ticken höher schieben. Sonst hören wir ja alle. Ja, der Christian taucht eine Runde. Der blubbert vor sich hin.
Nuch, yes, ist ne. Also ich weiß nicht, wo der hintaucht, ne? Ja, und ich arbeite gerade an einem Root-Server. Also kein dedicated Server mehr, sondern hier so einen eigenen Server, wo das ganze Geschlunz draufläuft und ja. Weil mich ja mal interessieren würde, ob bei einem Server mit anständig Hardware, ob wir quasi da diese Hängerchens beim Autosave, ob wir die dann immer noch haben oder ob die damit weggehen. Ne? Vielleicht kriege ich das diese Woche noch hin. Na, wenn man quasi mal für den LS einen Server mit Power hinstellt oder mit mehr Power, mit mehr Power. Ja, mehr Power. Jojo-Fahrer, hallo. Liegt ein Strohballen. Warum liegt denn ein Strohballen? Ein LS ist abgestürzt. Ja. Was, Daniel? Und jetzt? Wir sind hier auf der Hot Online Farm 2021. Christian, du hast da was verloren. Sind die immer noch am Feld? Nein, Reck, die sind nicht. Die sind jetzt fertig mit dem Feld und die fangen jetzt irgendwas Neues an. Ja. L95 fertig war hier. Rick. Habt ihr den Auftrag, hast du abgeschlossen? Ja, den habe ich abgeschlossen. Was machst du schon wieder hier rum? Also ihr Lieben, wenn der Turbine sagt, dass da irgendeiner mault, dann ist es entweder, warte mal, wo ist er denn? Weg? Die Katze. Nein, dann ist es entweder It's Jackpot, ne? Oder die Katze. Jojo, der Hof, den du hier siehst, der hat aber mit der Web nichts zu tun. Den gibt's so nicht. Den Hof, den gibt's nur hier. Ich von der anderen Seite ranfahren, Christian. Genau, der Hof ist Eigenbau. Das heißt, alles das, was hier steht, gibt es nicht auf der Standard-Map. So, jetzt spielen wir noch einmal hier eine Maus. Ja, eine Maus spielen wir noch. Nee, Flo. Dann ist auch unsere Streamzeit für heute leider schon wieder um.
So, schneller mitmachen, wer noch nicht mitgemacht hat. Es geht um 250 Farmcoins, ne? Und gerade bei den Leuten, wo DLCs fehlen, sind 250 Farmcoins schon wieder einen Schritt weiter oder einen Schritt näher am einem kostenlosen oder für euch kostenlosen DLC. Ne? Also das dürft ihr nicht vergessen. Nix, Reck, Glückwunsch! Du findest es gar nicht so schlimm, dass du die Mods umsonst runtergeladen hast, ne? Ja, da sind tolle Sachen dabei, aber wie gesagt, da sind viele, viele angepasst. Viele funktionieren nur im Verbund, ne? Und Eule holt sich noch eine Level 2 Karte. Glückwunsch, Eule. Aber wie lange braucht ihr eigentlich noch? Weil ich hatte ja gesagt, wer mir die erste Level 5 Karte auf den Tisch legt, der bekommt eine Kaffeetasse. Bin mal gespannt, wer das ist. Sagt, man kriegt, dann schicken wir quasi Muli Muli Kaffeetasse Nummer 3. Ich sehe es noch kommen. Ja, vielleicht ist es aber auch Eule. Also ich kann mich daran erinnern, so am Anfang, als wir mit den Karten angefangen haben, da hat Eule mit den Karten richtig vorgelegt, ne? Dann kam der Dieselschlumpf. Der hat auch einiges an Karten. Dann ist Muli Muli, glaube ich, noch mit eingestiegen ins Kartensammeln. Also Muli Muli hat auch. Muli Muli hat auch Level 4 Karten. Ich glaube, der Niklas hat auch Level 4 Karten. Ne? Also der Danny Dieselschlumpf, meine ich, hat. Ich weiß nicht, wer noch hat. Wladimir, hast du schon eine? Oder Rek? Wer hat denn alles Level 4 Karten von euch im Stream? Wladimir hat auch schon eine. Warte mir, eine oder zwei? Oder so schon drei? Ja, Vladimir hat eine. Rek hat eine. Eule weiß es nicht. Eule könnte theoretisch schon zwei haben, ne? Oder Eule hast du schon drei? Eule hat zwei. Muli Muli hat, glaube ich, schon drei. Und wie viel denn an die Liese schon fährt, weiß ich nicht. Also da bin ich mal gespannt. Ne? Also es gibt neue Karten, sobald die erste Level 5 Karte auf dem Tisch liegt. Ne? Dann gibt es komplett neue Karten und dann wird neu gemischt und dann geht's quasi für alle wieder von vorne los. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das mit den Karten dann verteilt.
zack, einmal die Kuh umgefahren. Mit Schwung. Durch die Kuh, ja. Ja, die Kühe kennen das von mir. Und wenn hier irgendwo pfiffige Modder sind, weil normalerweise, wenn man so einen Stall mistet, dann werden die Kühe ja eigentlich abgetrennt. Ne? Nee, das gehört dazu, das gehört zur Massage. Damit das Fleisch schön das weich wird. Ich hab den Mehlwerk verloren. Wie habt ihr das denn geschafft? Weiß ich nicht, wie er es geschafft hat. Christian, nimm doch mal dein Mehlwerk mit. Abgekippt, war schon im Trigger drin. Auch Sachen gibt's. Bietet noch einen Kaffee. So, der Hofladen hat zugemacht. Na, also für 24-7-Betrieb kann ich mir die Angestellte in dem Hofladen leider noch nicht leisten. Der macht dann quasi 8 Uhr in-game, ist hier Feierabend. Aber ihr lieben Leute, ihr könnt hier draußen noch Bio-Eier kaufen. Ne? Also das geht rund um die Uhr und auch hier neben. Ja, gibt es noch so, was haben wir denn hier? Wir haben hier Marmeladen, wir haben Käse, hier sind auch noch mal Eier drin und weiß nicht, was das da unten ist. Fertigessen? Was soll das sein? Frische Butter. Eier, wir brauchen mehr Eier. Ja, Reck, Eierproduktion läuft. Geh mal hin, ne? Eier hier, frische Bio-Eier von glücklichen Hühnern in einem transportablen Gerät. Ich nehme den Schneidwerksmarkt mit, ich lasse das Ding jetzt brennen. Wenn du da überall durchkommst, dann ja. So, wir haben noch Hühnerfutter, wir haben noch Wasser. Das reicht auch bis morgen, das fülle ich jetzt nicht mehr auf. Ich habe jetzt keine Lust mehr, Säcke zu schleppen oder Wasserkanister zu schleppen. Hier steht noch ein Wasserkanister. Den kann man ja rübertragen. So, Wasserkanister. Ah, und was ich noch machen wollte, ich wollte der Frau im Hofladen noch die Option geben, dass sie Milch verkaufen kann. Das mache ich noch schnell. Weil dadurch, dass der Server durchläuft, kann die morgen über den Tag, also bis wir morgen Abend wieder hier sind, dann kann die so morgen über den Tag ein bisschen Milch verkaufen. Das Geld haben wir dann schon mal wieder verdient.
Ne, das hole ich noch quasi einen Kühlanhänger und einen Milchanhänger, dass wir den Hofladen bestücken können und auch das geschlachtete Rinderfilet oder das geschlachtete Rind verkaufen können. Damit hier quasi mal Geld in die Hütte kommt. Neben den Missionen, die Reck und Turbine die ganze Zeit schon so fleißig fahren. Na, jetzt hat Turbine gestern quasi offstream so eine riesen Rüben-Mission gefahren. Ich weiß gar nicht, ob da mit Sprit, den wir da quasi noch nachträglich gekauft haben, und ob da viel hängen geblieben ist. Na, wie viel hast du für einen Sprit bezahlt? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. 1000 Liter sind in den Aparillo reingegangen. Und den Rest, der ist entweder noch im Fass oder ja, in. Ich glaube, 37 oder 35.000 hat die Mission gestern gebracht. Ja. Ah, dann ist da definitiv noch was übergeblieben. So, Hühnerfutter. Ja, also, mir sind gestern 3 Säcke Hühnerfutter abhanden gekommen. Die sind mir von unserem Futterdings weggeflogen. Und jetzt liegen hier. Ja, genau. Die haben nämlich die Angewohnheit, dass die anscheinend irgendwie unter den Boden fallen. Und dann sind die beim Serverneustart beim Händler. Aber das ist schon mal gut. Das heißt, selbst wenn die unter den Boden fallen oder irgendwie da so zur Map fliegen, Reck, wenn du vorhin auch gefüttert hast und dir sind quasi beim schnellen Laufen Säcke verschwunden. Dann werden die wahrscheinlich morgen, also der Server startet irgendwie nachts um 3 einmal durch, quasi hier so wie jetzt, ne? Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt quasi so unter den Boden verschwunden. Ja, also Hühnerfutter sind. Naja, das liegt dann morgen hier. Dann kann man das ja mit dem Pickup wiederholen. Müssen wir nur wissen, wenn irgendwie Säcke mit Hühnerfutter verschwinden, die sind am nächsten Tag liegen die beim Händler. So, wir brauchen sowas. Ja, das ist halt alles nicht ganz so toll mit den beweglichen Sachen, ne? Und ja, wenn die unterm Boden verschwinden, dann haben wir halt Pech, ne? Halt. Bevor die mir jetzt hier beim Fahren auch noch wegfliegen. Denn der bitte hängen, sag mal, das gibt's doch nie. Ist jetzt zu hoch. Ich krieg mit dem LKW kriegt das Schneidwerk, den Schneidwerkswagen nicht eingesammelt. Hat er keine Anhängerkupplung? Doch schon, ich habe mir auch dran, aber ich kann hier hinten mit dem LKW nicht wenden. Ah.
Warum hat er den denn mit dem Drescher nicht mitgenommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Ja, sonst lass es stehen. Der muss ja auch mit dem Drescher wieder zurück. Und nimmt dann mit. Bevor er euch da jetzt irgendwie einen abbrecht. Ich nehme Rindfleisch mit. Rindfleisch in den Shop. So, gemacht. Heißen, moin, moin, moin. So, holen wir da schnell die Milch. Und dann können wir in dem Hofladen auch noch Milch verkaufen, zumindest für den Hausgebrauch. Na, ich glaube, der Hofladen verkauft irgendwie von allem so 80 Liter die Stunde. Reck, danke schön. Direkt, da hast du jetzt was gefunden, ne? Scheiße. Zum Glück habe ich den LKW genommen. Was hast du nicht gemerkt? Ich sagte, zum Glück habe ich den LKW genommen. Weil du musst wieder diagonal über die Karte auf die andere Seite. Ja. Und ja. 50 ist unten links auf der Karte und wir müssen nach oben zum Hafen. Nach oben rechts. Ja.
Oh Gott, Turbine, ich hoffe, du hast die Musik aus. Vielleicht schicke ich euch auch die Musik ins Discord. Ja. Ich mache das in einer Sekunde. Also das, ich muss euch das auch gönnen. Da kommt ihr, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr drum rum. So. Der Rec hat das Soundboard für sich entdeckt. Amtshandlung für heute, Milch in den Hofladen bringen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Also gestern wollte ich einfach nur die Äpfel im Hofladen verkaufen. Dafür habe ich dann heute den ganzen Hofladen umgebaut, damit es überhaupt geht. Weil wir haben Global Company Äpfel angebaut. Und der Hofladen war gedacht, um die Hot Online Farm Äpfel zu verkaufen. Also andere Äpfel. Nicht Global Company Äpfel, ne? Und ich habe bestimmt 2 Stunden mit der Frau im Hofladen diskutiert, damit die Frau im Hofladen auch unsere Global Company Äpfel verkauft, ne? Und so langsam wird es dunkel hier auf der Map. Oder sagen wir mal, die Schatten werden länger. Weiterfahren und auch hier den Hubbel muss ich mal gerade bügeln. So. Milch, ja, geben Sie mir mal Milch. Milch für den Tank. Nee, ich bin nicht allein auf dem Server. Die anderen 2 Spezialisten sind. Ich gehe gleich mal gucken, irgendwo sind die. Sprich, wenn ich die Abmoderation mache, dann gucke ich mal, was die anderen 2 da fabrizieren.
Mickey Haas, viel, viel Dank für deinen Follow. Was probiert ihr? Probiert ihr jetzt hier die Befehle durch, ja? Lasst euch nicht aufhalten. So, damit ist der Shop bestens bestückt. Das heißt, das, was wir haben, haben wir in den Shop reingebracht. Das heißt, die Dame kann morgen über den ganzen Tag verkaufen und morgen Abend gehe ich hin mit dem Klingelbeutel und lass mich bezahlen. Olli, Lieblingsessen. Ja, also der Bot weiß ja viel, aber auch nicht alles, ne? Karotten. Ja, Schokolade. Genau, der Vladimir hat aufgepasst, ne? Der Vladimir hat aufgepasst. Ne? So, guck mal hier. Hier ist noch einer. Also zwei. Der so furchtbar ineffizient halbe Spuren macht oder so. So, ihr Lieben, ich mache jetzt was, was vielleicht nicht ganz so toll ist. Vielleicht ja doch. Ich bin mir da nie so sicher. Ich sage nämlich für heute, ich habe ganz schön überzogen, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke. Ich sage nämlich für heute auf Wiedersehen und Mickey Haas, Mike11, Lisa Naumann, Daniel, It's Jackpot, der Kollege, Mitbewohner vom Turbine, Neobice, Egon, der Österreicher, Matt107, vielen, vielen, vielen Dank für euren Follow. Dankeschön. Und ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön an den Christian, an Turbine für die Unterstützung hier auf der Map und auch dem Rec. Vielen, vielen, vielen Dank. Rec hat quasi heute Mittag schon vorgearbeitet, ne, damit ein bisschen Kohle in die Kasse kommt. Ne, und ihr Lieben, Dankeschön dafür. Und wenn ihr wollt, morgen Abend um 20 Uhr sind wir, also zumindest ich, wieder hier auf der Hot Online Farm 2021. Und dann geht's weiter mit was auch immer gerade anliegt. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann wieder einschaltet. Und wir hüpfen jetzt noch rüber. Also springt alle rein in den Bus. Wir hüpfen jetzt noch rüber. Wir bleiben im LS19 Genre. Dem bleiben wir treu. Und würde mich freuen, wenn er noch mitkommt. Und in diesem Sinne, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
Samas, Alter, schon wieder. Wahnsinn, Alter. Ey, moin. Guten Abend und vielen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen an deine Zuschauer. Moin.